Hallo zusammen. Heute bin ich wieder im Gespräch mit Rita von powerhouseinternational.ch mit dem Thema Osteoporose und Wechseljahresbeschwerden. Ich bin Marleen von Akademie Selbstheilungscode.com und unser gemeinsames Ziel ist es, Menschen bei der Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen. Wir starten gleich nach einem kurzen Intro. Selbstheilung gewusst wie mit Marleen von der Akademie Selbstheilungscode.com und Rita von powerhouseinternational.ch. Wir unterstützen dich bei der Hilfe zur Selbsthilfe. Hallo Rita. Hallo Marleen. Schön, dich wiederzusehen. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema, Osteoporose. Und es ist für mich total interessant, dass du Wechseljahresbeschwerden damit kombinierst. Also warum verbindest du das miteinander? Das nimmt natürlich alle reifen Frauen Wunder, warum du das machst. Ja, da hole ich etwas aus, damit das alles auch verstanden werden kann. Bei der Osteoporose geht es um einen aktiven Selbstwerteinbruch. Und im Grundsatz startet ja jedes sinnvolle biologische Sonderprogramm mit den drei Kriterien. Zum ersten hochakut traumatisch, dann isolativ empfunden, also Mutterseelen alleine gelassen gefühlt und plötzlich. Und in unserem Fall mit der Osteoporose erleidet der Mensch einen solchen Schockmoment und empfindet dabei einen Selbstwerteinbruch. Also sein Ego ist geknickt. Und was macht der Körper dann? Der Körper beginnt, Knochenzellen abzubauen. Der Knochen wird dadurch natürlich löcherig wie ein Schweizer Käse und demzufolge auch spröde. Und das merkt man nicht sofort, weil diese Phase, die ist schmerzlos. Und wann beginnt es dann zu schmerzen? Wenn der Selbstwerteinbruch aufgelöst werden kann, dann beginnt der Knochen sich wieder aufzubauen. Und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Und wo ist nun die Verbindung zu den Wechseljahresbeschwerden? Ja, also zwischen dem 45. und dem 55. Lebensjahr durchlaufen die Frauen die Menopause, also eine Phase, in der die Produktion des Hormons Östrogen deutlich abnimmt und was dann dazu führt, dass der Eisprung nicht mehr stattfindet und dementsprechend die monatliche Menstruation endet. Und während dieser Phase, da erfahren viele Frauen, allerdings nicht alle, zum Glück, Symptome wie Hitzewallungen, vermehrte Schwitzen, emotionale Veränderungen, Probleme auch beim Schlafen, Schwindelgefühle oder eben auch ein erhöhtes Risiko für Osteoporose. Und da setze ich nun an. Frauen, die in den Wechsel kommen und ihre Weiblichkeit verlieren, die reagieren gerne mit einem generalisierten Selbstwerteinbruch. Ja, das kann man ja auch einfach nachvollziehen. Ja, genau. Ja, sie fühlen sich nicht mehr als Frau. Das sexuelle Empfinden verändert sich und sie kommen mit diesem empfundenen Attraktivitätsverlust nicht klar. Ja, es passiert ja auch sonst viel in dieser Zeit. Also die Kinder, das Allerwichtigste im Leben einer Frau, die verlassen ja meistens dann das Haus. Die sind dann meistens schon groß und raus aus dem Haus. Ja, und sie fragt sich dann, zu was bin ich denn überhaupt noch nütze oder. Oder ein anderes Beispiel, jemand wird in Pension geschickt und fühlt sich dann plötzlich alt, jetzt gehöre ich zum alten Eisen. Das kann alles einen Selbstwerteinbruch hervorrufen. Und interessant ist, dass in Asien, wo alte Menschen hochgeschätzt und gesellschaftlich angesehen sind, Osteoporose fast unbekannt ist. Also in den Großfamilien Asiens haben die Ältesten einen festen Platz und meist auch das letzte Wort. Und die Erhaltung des Selbstwertes und das Selbstvertrauen im Alter, das ist eine gesellschaftliche und individuelle Aufgabe. Da können wir auf jeden Fall von den Asiaten etwas lernen. Und du hast vorher schon erwähnt, dass es ja neben der Osteoporose noch mehr Symptome gibt, also die während des Wechsels auftreten. Du hast gesagt, Hitzewallungen, vermehrtes Schwitzen, emotionale Veränderungen, Probleme beim Schlafen und Schwindelgefühle hast du angesprochen. Warum ist das so?
Ja, ein Rückgang des Östrogenspiegels führt zu einer relativen Erhöhung des Testosteronspiegels. Und traumatische Revierbereichskonflikte, welche sich bei der Rechtshänderin mit einem Hammerschen Herd in der linken weiblichen Hirnhemisphäre festgesetzt haben, die springen nun auf die gegenüberliegende männliche Seite und natürlich auch umgekehrt. Und diese Veränderung, die kann dazu führen, dass traditionell weiblich wahrgenommene Konflikte für die nun männlich empfindende Frau weniger relevant werden, da sie nun aus dieser veränderten männlichen empfundenen Perspektive einfach ja nicht mehr so erlebt werden. Also willst du damit sagen, dass so Konflikte in Heilung kommen können? Ja, ganz richtig. Auch Konflikte außerhalb des Revierbereichs können in Lösung gehen. Ja, die sind nun für diese männlich empfindende Frau auch nicht mehr relevant. Und so können eben Heilungsphasen Symptome auftreten. Und Schwitzen, das ist ein ganz typisches. Es geht gleich weiter. Willst du dich noch mehr ins Thema vertiefen? So nutze unsere Angebote auf unseren Seiten. Doch Schlafprobleme, das ist ja eher ein Symptom während einer Konfliktaktivität. Ja, es stimmt. Es kann aber passieren, dass sich ein Konflikt durch die neue Empfindung komplett auflöst und so ein alter Konflikt dann wieder zum Vorschein kommt. Und in der konfliktaktiven Phase, da haben wir das Zwangsdenken, welches sich so auch in Form von Schlafstörungen zeigen kann. Und zudem zeigt sich auch durch Beobachtung, dass reifere Menschen einfach nicht mehr gleich viel Schlaf brauchen. Und da gibt es halt vielleicht auch diesen biologischen Rhythmus zu überdenken. Es scheint ja also alles in Bewegung zu kommen. Ja, so wie der Pubertierende mit dem Einschießen der Geschlechtshormone Neuland betritt, so betreten auch Frauen im Wechsel Neuland. Und Stimmungsschwankungen, Depressionen, gerade auch durch das Springen von Konflikten im Revierbereich, die sind da eben nicht selten. Dann kann es also dann zum Kippen der Waage kommen, sozusagen. Ja, genau. Und falls du, liebe Zuhörerin, nun nicht weißt, was hier mit dem Kippen der Waage gemeint ist, so erkläre ich dir das gerne ganz kurz. Wie ich vorher schon erwähnt habe, erscheint im Moment eines biologischen Konfliktschocks ein Hamerscher Herd im Hirn. Und dieser schlägt bei einer rechtshändigen Frau auf der linken Hirnseite ein und verschließt diese dadurch. Und der nächste Konflikt im Revierbereich, der schlägt dann auf der gegenüberliegenden männlichen Seite im Hirn ein, also rechts. Und nun wird abgewogen, welcher Konflikt mehr wiegt. Und ist der Erstkonflikt, der gewichtiger ist, so reagiert nun die Rechtshänderin manisch. Ist es der Zweitkonflikt, so reagiert sie depressiv. Doch die Waage, die kann eben auch kippen, indem die Hormonlage sich verändert. Und so kann auch aus einer manischen Frau eine depressive Frau werden. Das ist sehr spannend. Das erklärt natürlich einiges. Ja, und problematisch im Wechsel, kann es auch für den Partner sein, der plötzlich mit einem Mann quasi zusammen wohnt. Jedenfalls nicht mehr mit der Frau von damals. Männer kommen später in den Wechsel als Frauen. Üblicherweise sinkt der Testosteronspiegel beim Mann mit circa 70, 75 Jahren. Und diese Zeit, bis der Mann gewechselt hat, ist dann besonders kritisch für Partnerschaften. Ganz viele Partnerschaften, also Paare, die trennen sich, obwohl man eigentlich denken würde, dass sie nun die schönste Zeit des Lebens erleben könnten. Die Kinder sind aus dem Haus und dadurch haben sie wieder mehr Platz. Man hat auch wieder mehr Zeit und häufiger auch wieder mehr Geld zur Verfügung. Das stimmt. Ich denke, wenn die Paare von diesen Gegebenheiten wissen würden, dann können sie einfacher damit umgehen. Ja, das stimmt. Und auch darum ist es so wichtig, die fünf biologischen Naturgesetze der germanischen Heilkunde zu verstehen. Das kann sogar Ehen retten.
Also nach dem Wechsel von beiden ist dann also der Gemütszustand wieder stabil, was wir auch als Gelassenheit im Alter oder Gelassenheit des Alters bezeichnen können. Danke, Rita, für diese wundervollen Erklärungen. Wenn du mehr wissen möchtest, lieber Zuschauer oder Zuhörer, über die germanische Heilkunde, dann schau dir gern auch unsere anderen Videos an oder kontaktiere uns direkt natürlich, folge uns und abonniere unsere Kanäle. Und besuche auch unsere Webseiten. Unser Angebot erweitert sich ständig. Tschüss zusammen. Tschüss, Rita. Prima, danke dir. Tschüss. Weißt du nicht, wo du beginnen sollst? Dann habe ich etwas Tolles für dich. Ein Analysegespräch. Wir analysieren gemeinsam deine Ist-Situation. Ich unterstütze dich dabei, die Ursache deines Unwohlseins zu finden. Das Gespräch findet online statt und 20 Minuten sind kostenlos. Melde dich jetzt an. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Marlene von der Akademie Selbstheilungscode.com und Rita von powerhouseinternational.ch verabschieden sich. Wir freuen uns über dein Like. Abonniere auch gleich unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keinen Beitrag mehr verpasst. Schau gleich weiter. Eine Auswahl an Videos findest du hier.